Hallo und herzlich willkommen, ich bin Slowaka. Weiter geht's mit dem BER. Und ein paar Aufgaben natürlich. Wie sollte es anders sein? Abgesehen davon, dass wir auch weitermachen mit dem Betonausbau, auch wenn ich sagen muss, ehrlich gesagt, also bei den Landebahnen finde ich es ganz schick. Hier finde ich es gar nicht so schick. Ich lasse die Straßen, glaube ich, in Asphalt. Die werden ja auch nicht, ich glaube, die nutzen sich gar nicht so krass ab hier. Also zumindest sehe ich das nicht. Insofern werde ich mal nur die Start-Landebahnen und die Parkplätze, also die Landeplätze hier von den Flugzeugen, in Beton machen. Und dann schauen wir mal, ob wir auch alle die Strecken hier in Beton machen oder ob wir die wieder Asphalt machen, weil die irgendwie, sonst leuchtet mir alles in Grau. Muss ja auch nicht sein. So, wir haben folgende, also erstmal danke wieder für Hinweise von eurer Seite. Also zum einen ist diese Geschichte hier, der Boarding-Schalter, der müsste nach oben, das ist richtig. Die, boah, hier ist wieder laut unten mit dem Flugzeug. Immer diese Triebwerke. Momentan ist es so, dass die hier einchecken und dann gehen sie hier raus und merken, ach nee, wir müssen nach oben und fahren dann mit der Rolltreppe nach oben und können dann über das neue System hier ins Flugzeug einsteigen. Da sollten wir natürlich den Check-in nach oben bauen. Sobald wir das können, werden wir das auch tun. Da ist allerdings gerade, hier ist kein Flug geplant. Das heißt, wir können dort, haben wir da jetzt schon eigentlich einen reingebaut? Das wäre dann die Fluggastbrücke, haben wir noch nicht gebaut, ne? So, damit haben wir das auch gemacht und dann können wir den dort abreißen und das gleiche nach oben bauen. Mann, es ist echt laut da unten immer. Okay, also wir müssen ihn erstmal trennen. Ich würde ja ganz gerne eigentlich... Achso, wir müssen die schließen. Ja, Moment. Dann machen wir das andersrum. Dann bauen wir jetzt erstmal oben drüber. Wenn wir das schaffen, direkt oben drüber. Dann sonst ändern wir das beim nächsten Mal. Aber bauen wir erstmal oben drüber das Ding. Mann, ist das laut hier. So, einmal dahin und einmal hierhin. Und dann wechseln wir das direkt, damit es da nicht zu Verzögerungen kommt. Ha, ich muss, warte mal, ich mache mal zumindest meinen Kopfhörer leise. Und dann müssen wir mal gucken, wie ich das mit euch mache. So, die Lautstärkeunterschiede sind echt ein Knaller hier. So, dann habe ich noch eine Sache gesehen. Ich habe kurz vorher jetzt beim Kaffee das einfach mal laufen lassen auf normaler Geschwindigkeit und ein bisschen geguckt, wo es vielleicht Probleme gibt. Also zum einen, wir haben hier natürlich, Sicherheitsbereich ist ganz schön voll. Ich möchte jetzt mehrere Dinge tun. Also zum einen würde ich gerne den Ausgang hier unten schließen oder, wenn das geht, nee, das geht nicht, ihn nur für Personal machen, wollte ich gerade sagen. Wir brauchen nämlich, ihr seht hier, stehen ganz viele Ramp Agents so in der Haltestelle rum und die gehen natürlich hier mal in den Personalraum rein und das ist ein bisschen doof, weil, ne, dann müssen die hier immer anstehen. Das heißt, wir werden einen eigenen Eingang für Personal hier unten nochmal machen. Und wir werden den Personalraum jetzt endlich ausbauen, dass wir dort, dass vielleicht das Personal dort auch hingehen kann. So, dazu machen wir einen schönen Teppich. Machen wir die gleiche hässliche, schicke Matte wie hier unten. Welche ist denn das eigentlich? Ja, das könnte schon die sein, ne? So, die legen wir da mal rein, damit die Leute wissen, dass sie im Personalraum sind. Und dann kriegen sie Schreibtische oder Bürotische, wie es hier heißt. Wenn wir wieder gucken, und dann machen wir das direkt mal in der Variante Großraumbüro. Und zwar gleich ordentlich. Na? Damit zumindest die Ramp Agents vielleicht hier oben drin bleiben. So, dann würde ich gerne auch noch ein Klo bauen. Also zwei, wir machen so ein bisschen Kleinscheiß, Kleinausbau. Zumindest jetzt am Anfang nochmal, damit es hier ein bisschen stabiler läuft. Und dafür gehe ich aber trotzdem nochmal in den Planungsmodus und möchte mir das gerne hier nochmal anschauen. Und zwar, wenn wir jetzt nämlich diesen Bereich hier uns mal ausgucken für Geschäfte, Restaurants,
Toiletten. Ja, und Geschäftsreisende und Luxuspassagiere, die würde ich aber eher in den ersten Stock packen, glaube ich. Und eine eventuelle Gepäckausgabe, wenn wir die hier mal einplanen. Also, was natürlich cool wäre, wir können hier, wenn ich jetzt erstmal eine Gepäckausgabe mir anpeile, ist das hier die richtige Höhe? Ja, dann haben sie hier so 1,5, da oben haben sie wenig Platz, wenn es da dran ist, aber ich glaube, es ist okay. Dann müssen wir dazwischen vielleicht noch so Gänge freilassen, aber das ist doch gut. Gepäckausgabe ist da. Dann würde ich sagen, noch ein Gastronomiebereich vielleicht. Ist das direkt neben der... Ja, die müssen da ja lange warten. 192 Quadratmeter, das ist doch gar nicht schlecht. Vielleicht auch nochmal ein Geschäftsraum. Wir müssten eigentlich, glaube ich, ein paar kleinere auch machen. Denn hier ist es zum Beispiel so, A ist jetzt bei 0. Also ich habe da, also ja, vielleicht wird das auch zurückgesetzt, wenn man jetzt hier neu lädt und so. Hier, obwohl hier haben wir 30 Verkäufe. Also auf jeden Fall haben die beide auch im folgenden Tag das Ziel nicht erreicht. Also wir brauchen wahrscheinlich entweder nochmal mehr Leute. Das stelle ich sonst nochmal ein, diese 100%. Jetzt gerade haben wir ja mal Sicherheitsbereich ziemlich voll, deswegen lasse ich das mal kurzfristig so sein. Jetzt habe ich fast das Gefühl, wir müssten einen weniger machen da oben. Kann ich das? Das kann ich bestimmt machen, oder? Mit Steuerung. Vielleicht aber auch nicht. Ich gucke nochmal. Manchmal geht es mit, wenn man das gleiche Ding anhat, Abrisswerkzeug. Ja, geht es natürlich nicht so. Okay. Wenn wir das mal so machen, damit ein bisschen Platz ist, haben wir immer noch 168. Das ist doch in Ordnung. So, dann machen wir den noch mal da weg. Dann behält er das leider nicht dran, aber trotzdem 112. Und den, was haben wir hier jetzt? Das ist doch kein Personalbereich, das ist doch eine Gepäckausgabe hier. Genau. Die machen wir auch noch ein bisschen kleiner. Das ist in Ordnung, glaube ich. Mit 168 Quadratmeter. So. Also wir müssen auch die ganzen Haltestellen noch für Gepäckausgabe anschließen. So, dann machen wir Toiletten rein und zwar mit einem kleinen Abstand, dass die da durch können. Und da machen wir natürlich zwei von. Jetzt muss ich mal gucken, das müsste man jetzt ausrechnen. Das ist immer einer. Wenn ich das jetzt bis da mache, haben wir nur 56 Quadratmeter. Dann machen wir es doch so. Und so. Ja, ist einer ein bisschen größer als der andere, aber gut. Mal schauen, ob das jetzt hier mit der Planung ist. Ist sowieso ein bisschen komisch. So, und dann würde ich sagen, was brauchen wir denn noch? Sicherheitszone ist alles. Dann machen wir nochmal Geschäft und Restaurant vielleicht. Geschäftsraum. Ich glaube, die dürfen hier tatsächlich ein bisschen kleiner sein. Denn so viele Leute sitzen jetzt hier nicht rum. Aber das wär doch mal was hier. Also noch ein Restaurant. Restaurant sind tatsächlich da, das sagen viele, viele Gedankenblasen der Leute hier sind oft im Bereich Restaurant. Ach so, ich wollte auch hier noch Platz lassen. Siehst du, gleich wieder alles falsch gemacht. Dann nochmal Raum löschen. Ich wollte ums Klo herum die Gänge haben. Nochmal, also wir brauchen erstmal einen Geschäftsraum mit Dreiergang daneben. 140 ist okay, kann sein, dass es jetzt anders ist, als ich das gerade eben gemacht habe und 154. Okay, machen wir es erstmal so und dann brauchen wir da nicht noch eine Gepäckausgabe. Das wäre dann das System, wenn wir es schaffen, jetzt hier sozusagen, müssten wir dann umbauen auf mittelgroße Schalter. Oder eben komplett auf diese Teile nochmal eingehen und dann, noch was anderes wollte ich auch noch machen. Und dann unterirdisch die Gepäckverladestation bauen und so weiter und so fort. Dann können ja hervorragend, wobei ja doch der Eingang ist hier, das geht schon. Wenn sie dann hier das Gepäck abholen mit dem Wagen, müssen sie halt hier runterfahren, können es unten abgeben und dann kommt es nach oben gefahren, hier hin. So, dann wollte ich, das funktioniert nämlich ganz gut, dazu gehe ich aus dem Planungsmodus wieder raus. Sind wir auch schon. Bei den Dekorationen, wenn ich das direkt hier
auswähle, kann ich das ganz hervorragend hier abreißen, unsere Weihnachtsdekoration. Das funktioniert nämlich so. Immerhin weiß ich das jetzt mit Steuerung gedrückt halten und so weiter. So, was wollte ich noch machen? Genau, diese Station wollte ich aufbauen. Dafür reiße ich aber die Wand entsprechend ab vorher. Na klar, da ist natürlich das, geht dann das kaputt. Und wenn ich jetzt hier irgendwie Steuerung drücke, geht es auch kaputt. Na gut, es ist ja nur geplant. Dann reißen wir jetzt die Wand ab, was natürlich für den Sicherheitsbereich erstmal total bekloppt ist, aber gut. Ist das jetzt auch nur geplant oder macht er das jetzt richtig? Ich setze das jetzt da nochmal rein und hoffe, dass das dann funktioniert. Sicherheitskontrolle Mittel. So hatten wir das, oder? Ja. So, das wird auch direkt gebaut und jetzt lasse ich schon mal weiterlaufen, damit es hier ein bisschen weitergeht. So, sehr gut. Ich habe übrigens auch schon längere Zeit nicht mehr meine Bauarbeiter. Quatsch, da. Was? Bauarbeiter habe ich schon lange nicht mehr gefeuert, die 70 Leute. Aber gut. So, hier haben wir schon wieder Verspätungen bei Aircraft Stand 10 zum Beispiel. Ja, wieder mal gucken, was hier. Ich glaube, da ist gerade die Treibstoffversorgung das Problem. Wir können sehr gut, das Ganze im Übrigen ist das die 10, ja, ne? Hier auch immer sehr gut gucken, was gerade läuft, wenn man so direkt dabei ist. Ich finde das sogar ein bisschen besser als hier im Flugmonitor. Das Boarding hat noch nicht begonnen und das Auftanken läuft gerade. Boarding hat nicht begonnen, könnte natürlich jetzt auch daran liegen, dass hier einfach die Leute nicht schnell genug reinkommen. Auch das aber ja eine Sache, die wir jetzt schon angehen damit. Und Aircraft Stand 24 ist wahrscheinlich hier oben irgendwo. 26, 24, wo ist da? Naja gut, da ist jetzt erstmal alles passiert. Ja, die sind jetzt dabei. Aircraft Stand 9 verzögert sich auch nochmal. Was ist da? Ist auch das Boarding. Ja, ich denke, dass das hier durch die jetzt doch recht volle Sicherheitszone läuft. Die brauchen mehr Personal. Dann schauen wir direkt mal, dass wir noch zwei Sicherheits... Obwohl, warte mal. Erstmal mal gucken, ob wir wirklich Sicherheitsleute... Sicherheitsbeamte 11, 10 angenommene Jobs. Naja, zur Sicherheit. Wir brauchen scheinbar auch noch mal... Ne? Dahin. Wir brauchen scheinbar auch noch mal Hausmeister. Hier, du bist für 18 doch super. Euch lehne ich alle ab. Und Hausmeister nehmen wir auch noch mal einen dazu. 8,30, 8,90, 7,90, komm. Dann kommst du mit dazu. Wen haben wir noch als Problem? Haustechniker nochmal, haufenweise sogar. Ja, jetzt wo wir dann auch so viele Shops und sowas haben, sollten wir da vielleicht nochmal ein bisschen rangehen. Und ich gucke mir nochmal meine Leute an. Und zwar schauen wir da nochmal, wen wir nochmal ein bisschen weiterbilden. 89, alle zumindest im grünen Bereich. Und wenn wir jetzt nochmal alle anschauen, gucken wir nochmal, dass alle im O. Der CFO ist ja wirklich, die kann ja nichts, ne? Komm, die bilden wir auch nochmal zweimal weiter. Zumindest ein bisschen. Hier nochmal einen Hausmeister weiterbilden. Alle so aufs knapp, in den knapp grünen Bereich zumindest bringen. Auch wenn sie dann ein bisschen teurer werden. Aber ich glaube, ist okay. Ich glaube, jetzt können wir uns das erlauben, in grüne Bereiche vorzustoßen und vielleicht auch in dunkelgrüne, wenn es denn irgendwie geht. Komm, hier nochmal einen Haustechniker verbessern. So, erstmal so und wahrscheinlich brauchen wir trotzdem noch mehr Hausmeister und so weiter. Also die Haustechniker haben jetzt gerade 8 verfügbare Jobs. Das kann natürlich, das tut ein bisschen weh. So, dann wollen wir hier die Warteschlange. Machen wir sie lang. Wir machen sie mal so lang. Ah, hier kommen wir gar nicht. Doch, wir kommen da schon rum, oder? So. Das ist doch nicht schlecht. Ich hoffe, die verirren sich hier nicht, aber ich glaube, so müsste es gehen.
und die sind mit allem verbunden. Genau. Und dann sollten wir so eine kleine Sicherheitseinrichtung, ich glaube, diese Tür nutzt nämlich niemand, darf wahrscheinlich auch niemand nutzen, weil die müssen immer durch den Sicherheitsbereich durch. Deswegen würde ich mal fürs Personal eine kleine einen kleinen Sicherheitseingang basteln. Jetzt müssen wir mal gucken, wie das aufgebaut ist. Da haben wir jetzt mal 3 freigelassen. Ja, jetzt mache ich natürlich was, was für die Sicherheit jetzt gar nicht gut ist. Aber wir reißen jetzt mal 1, 2, 3 ab. Oder eigentlich brauchen wir, glaube ich, Haltsteuerung. Naja gut, okay. Dann machen wir es mit 3. Wenn es so sein soll, machen wir es mit 3. Und dann bauen wir hier einen Sicherheitsschalter klein rein. So. Und den stellen wir, sobald er da ist, nur auf Personal. Genau, läuft doch. So, ein bisschen schneller mal. Also die Staus haben sich hier jetzt schon gelegt. Das liegt aber nicht notgedrungen an unserem Sicherheitsteil. Ist das hier schon gebaut? Jawohl. Haben wir gerade die Chance. Ne, da geht's nach Zakynthos Island und da geht's nach Rotterdam. Okay. So, wollen wir direkt mal gucken, ob wir hier ein paar Ladengeschäfte reinkriegen. Auch wenn das jetzt nur geplant ist, ja? Ne, warte mal. Wir probieren mal, die Sachen freizuschalten. Und gucken mal, was passiert, wenn wir hier mal schauen, was hier reinkommen könnte. 154 Quadratmeter haben wir. Die wollen 144. Valentino. Dafür müssen wir Kochbereiche, Stühle und Tische aufbauen. Mindestens 2, 3 Kochbereiche. Alles klar. Dann können wir das ja mal machen. Jetzt gucke ich aber erstmal, ob das hier unten läuft. Genau. Und hier sollen keine Passagiere durch, bitte. Nur Personal. Und da machen wir auch gar keine lange Warteschlange, sondern das ist jetzt nur fürs Personal. Und eigentlich könnten wir sagen, dass zumindest bei den Kleinen mal kein Personal durch soll. Kein Personal, das ist alles nur für Passagiere. Und dann schauen wir mal, ob wir das da auch noch wegnehmen mit dem Personal, den Passagieren. So, dann wollen wir gucken, ob wir... Das ist jetzt hier Kochbereich, richtig? Also 3 Kochbereiche, 4 Stühle, 2 Tische. Dann fangen wir doch mal an. Eine Kasse wahrscheinlich auch. Lebensmitteltheke, Kühlregal, Schalter, Kochbereich. Gegenstand zur Herstellung von Speisen brauchen sie wahrscheinlich auch, ne? Ein Kochbereich wird vom Küchenpersonal bedient. Das müsste ja jetzt eigentlich, wenn wir jetzt sagen, dass wir das öffentlich machen, ja, jetzt ist wieder die Frage, wo stehen die hinter? Ist das für die... Na, da arbeiten sie. Die sollen mal hinter dem Ding arbeiten, also quasi hier. Was haben sie gesagt? 3 Kochbereiche, ne? Na gut. Wenn sie 3 Kochbereiche haben wollen, dann sollen sie das kriegen. Außerdem hätten wir auch Edelstahl-Arbeitsflächen, Küchenspülen und Herd. Aber ist das nicht in dem anderen Kochbereich schon mit drin? Scheinbar schon. Da ist ja alles mit drin. Eine Gefrierkombination haben sie noch nicht. Aber gut. Lassen wir es erstmal mit Lebensmitteltheke. Kasse. Wo sind denn die Tische und Stühle? Hilfe! So. Sandwich. Snacks. Kühlregal. Eine leere Theke für ein Café oder eine Bar. Moment, jetzt muss ich hier nochmal reingucken bei Valentino. Kochbereiche haben wir 3. Also 2 Tische, 4 Stühle. Gucken wir nochmal bei Sitzplätze. Ja, da könnt ihr, schon auf modern gehen. Aber wo sind... Ach doch, da sind die Tische. Alles klar. Rund oder quadratisch? Dann schauen wir doch mal, wie wir das hier mit Sesseln... Valentino passt, glaube ich, mit Sesseln. Ich stelle da erstmal einen hin. Ich weiß jetzt, wie groß er ist. Rund wäre eigentlich schöner als quadratisch, oder? Ach, die sind so klein, die Tische. Die sind auch nur auf einem. Da soll man drauf essen. Gibt es größere Tische?
Oh, modulares Sofa, auch nicht schlecht. Aber ich glaube, wenn ich das richtig sehe, ist das so gedacht tatsächlich. Und da können dann vier drumherum, ja? Machen wir es mal so ein bisschen. Viel Platz ist gar nicht. Leicht versetzt vielleicht. 1, 2, 3, 4. Hier noch welche hin. 1, 2, 3. Haben wir die auf die falsche Seite, aber ist glaube ich, nicht so schlimm. So, jetzt gucken wir mal mit den schicken Sesselstühlen, wie das denn aussieht hier. Dahin, 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 dahin. Und dann unten drunter in die Richtung. Und so, es wird eng. So, und von oben auf die anderen Seiten. Ich hoffe, die kommen da trotzdem noch durch. So, sind wir jetzt hier vertraglich gut. Kaffeebar. Eine Kaffeebar brauchen wir noch. Machen wir gerne. Kaffeebar. Wir brauchen keine Kasse, ja? Das kann doch nicht sein, oder? Kaffeebar. Tja, gute Frage. Was Kaffeebar ist. Lebensmitteltheke vielleicht. Müssen Sie erstmal gucken, ob das hier irgendwie ändert. Ich glaube nicht. Vier Kochbereiche, zwei Tische zur Verfügung. Täglich mindestens bla bla bla. Was ist denn eine Kaffeebar? Also vielleicht meinen Sie damit auch doch vielleicht den... Vielleicht meinen Sie doch die Kasse einfach. Oh, eine große. Ui, ist groß. Muss ich wieder gucken. Wo stehen Sie? Da ist der Computer. Da mussten Sie dahin. Dann reißen wir mal. Ach, das geht jetzt wieder nicht. Ach, Mann. Also, wir könnten hier nochmal alles angucken, aber ich glaube, ich muss jetzt da wieder. Komm, ich mach's mal so. Das funktioniert. Und ich nehme jetzt den Tisch auch nochmal weg. Mal gucken, wie groß dieses Ding sein muss. So, Kasse. Eine große Kasse. Jetzt habe ich irgendwie den Sicherheitsbereich gelöscht, wenn ich das richtig sehe. Gehen wir mal davon aus, dass das jetzt nicht das Problem wird. So, jetzt muss ich wieder gucken. Nein, andersrum. So. Vielleicht. Hoffentlich. Jawohl. Alles klar. Dann werden wir jetzt unser erstes Restaurant mal reinsetzen. Und dann schauen wir weiter. Das braucht Personal, das kommt aber, glaube ich, vom Mieter, wie man so schön sagt. So, dann kann es erstmal weiterlaufen. In der Zwischenzeit, wie viel haben wir? 310.000. Ich gucke mal ganz kurz, wie groß eigentlich eine lange Flugbahn wäre. Ich glaube, ich habe das beim letzten Mal schon mal gemacht, aber... Ah, die ist quasi genauso groß wie die mittlere. Ernsthaft? Habe ich mich verklickt? Landebahn, Beton, groß, ist tatsächlich so wie die mittlere. Kann man ja gleich alles... Dann kann man das ja auch alles hierhin basteln. Dann können hier ja auch große fliegen. Na gut. So, Personalprobleme? Nein. Sicherheitsbeamten sind ausgeglichen. Okay, da holen wir noch einen zur Sicherheit. Zur Sicherheit der Sicherheitsbeamten. 14. Sehr gut. 25, 23. Ich habe das Gefühl, wenn wir dich anstellen und dich hochkriegen. 25, 23 stand da gerade, ne? Dich jetzt weiterbilden. Du, nee, ich wollte dich weiterbilden. Nochmal weiterbilden und nochmal weiterbilden. Guck mal, dann ist der bei 12,80 statt 24 und ist fast so gut wie die anderen. Hervorragend. Und hier wird gegessen. Und schau doch mal, das Ding ist ja hat gerade erst aufgemacht und hat schon 94 von 195, die sie brauchen. Das sieht hier deutlich besser aus. Ist jetzt auch natürlich das einzige Restaurant, was wir haben. Insofern haben sie es ein bisschen einfacher vielleicht noch. Aber nicht schlecht. Okay. Wunderbar. Dann schauen wir doch mal, dass wir hier schon mal anfangen,
zu reißen. Nee, wartet. Wir machen es anders. Wir gehen jetzt erstmal unter Tage. Übrigens auch danke für den Hinweis. Das ist tatsächlich gar nicht so doof. Ich sehe gerade noch was, was wir mal brauchen. Es gibt tatsächlich eigentlich einen Fehler in der Sicherheitsstruktur. Nehmen wir mal Straßenlaternen hier unten, oder? Mittelgroße Straßenlaternen, dass hier nicht ganz duster ist im Keller. Ist ja irgendwie unschön. So. Denn die Leute, die hier parken, ne, die laufen ja hier drüber. Und dann, also hier drüber ist noch okay, dann gehen sie hier rein und dann laufen sie hier rüber. Und das hier ist öffentlicher Bereich und das ist auch öffentlicher Bereich, aber das hier ist eigentlich ja eine Straße der Flugsicherheit sozusagen. Also eine fluginterne Straße, flughafeninterne Straße und damit Teil des Sicherheitsbereichs. Das funktioniert also nur deswegen, weil das Spiel nicht simuliert, dass die Leute hier rechts über die Straße laufen. Also eigentlich ein Sicherheitsfehler, den das Spiel aber offensichtlich und glücklicherweise für uns ignoriert. Also ansonsten müsste man hier direkt eine Sicherheitskontrolle mit reinbauen. Was dann ganz schön anstrengend wäre, weil die Jungs da unten dann nicht ordentlich nach oben kommen. So, was wollte ich machen? Ich wollte außerdem unser... Moment. Das hatte ich eigentlich beim letzten Mal gesehen. Das war ganz gut. Im Übrigen, tägliche Einnahmen gestern 390.000 knapp. Das ist doch mal was. Und ich habe gesehen, dass wir auch von Gastronomie, Vermietung, nein, halt, irgendwo war es bei den Flugzeugen schon mit dabei. Hier, Umsatz der Bordverpflegung, immerhin 2.880 gestern. Es hat also zumindest begonnen, dass irgendwelche Fluglinien und das, hier zum Beispiel ist der Dienst angefordert. Wunderbar. Hier sind jetzt auch insgesamt über 100 Passagiere, die wir hier abfertigen. Hier sind 90. Hier sind es nur 50. Also das ist bei kleinen Fliegern ist das okay. Ich glaube, ich würde sagen, im realen Leben, wenn ich jetzt fliege und obwohl die Flugzeuge sind dann teilweise, naja doch, das ist schon etwa so die kleine Größe. Wenn man jetzt so einen kleinen Airbus-Flieger hat mit so 120, 130 Plätzen, dann ist man ungefähr da, wo man da ist. Aber klar sind wir da noch nicht vielleicht bei, also das ist wahrscheinlich jetzt die Größe, die eigentlich so ein Flugzeug hätte, die hier so kommt, an Passagieranzahl. So, die Toilette wäre wichtig. Ich habe immer keinen Bock, Toiletten zu bauen. Ich weiß auch nicht, warum. Ich wollte anfangen, die Gepäckabfertigung hier klar zu machen. Und dazu gehe ich nach unten. Ich lasse es trotzdem wieder ein bisschen langsamer laufen und überlege mal. Also wir könnten ja zum einen wirklich mal ein Terminal-Fundament bauen. Das muss, glaube ich, nicht unbedingt sein, wenn ich das richtig sehe. Ah doch, muss sowieso sein. Dann können wir damit anfangen und dann untertunneln wir das hier komplett und das darf auch bei dem Teil so sein. Wir machen das erstmal dicht, also wir machen das erstmal so... Muss ich noch einmal ganz kurz überlegen. Ich wollte ja eventuell Service-Fahrzeugstationen aufbauen, aber die müssen dann eh an den Rand. Ich glaube, das macht dann Sinn, sie hier oder da hinzustellen. Dann machen wir jetzt diesen Terminal-Bereich erstmal mit dazu. Kostet uns 300.000. Und weil wir gerade so viel Kohle haben, haha, machen wir das gleich so. 400.000 darf auch schon gebaut werden. Fangen wir damit an und dann können wir, also wir müssen quasi von hier irgendwie mit dem Gepäck nach unten und dann, Moment, also hier nach unten und dann das da nach oben bringen. Das ist eigentlich gar nicht so kompliziert, glaube ich. Das mit dem Sortierband muss ich nochmal, das verstehe ich nicht so ganz. In verschiedene Richtungen. Also ist wahrscheinlich einfach eine Kreuzung, ne? Mach mal langsam, ganz kurz. Mal sehen, wie das aussieht. Ach man, der macht das dann immer weg. Wenn ich das mache und drehe. Ah ja, okay. Da sind so Pfeile nach links und rechts und oben und unten. Also da kann man dann, ich nehme an, kann man seine Gepäckbänder dann einzeln verschieben und machen und tun. So, jetzt nochmal.
Wir haben ungefähr, jetzt gucke ich nochmal, ja, wir können ja auch das Hochgeschwindigkeitsgepäckband nehmen. Jetzt gehen wir nochmal nach oben, bitte nicht immer gleich wegmachen. Also irgendwo von hier in der Gegend. Noch ein bisschen näher ran. Hoch. So. Da geht es wahrscheinlich nach oben. In der Form. Achso, das würde ich gerne planen, bitte. Die ersten kannst du ja mal machen, aber danach bitte planen. Hier geht es also in irgendeiner Form hoch. Wo müssen wir am Ende landen? Gucke ich jetzt auch nochmal. Hier oben kommt es am Ende raus. Sind wir jetzt im Planungsmodus? Ja. Und das heißt, es wird von hier weiter nach oben gebracht. Oh Mann, müsste man nochmal eigentlich ganz genau checken, ob wir irgendwo noch was anderes brauchen. So, in der Zwischenzeit wird das Ganze dann über einen Gepäckscanner. Ja, wir können das ja jetzt erstmal hier oben hinbauen. Ich könnte eigentlich jetzt da nochmal ein bisschen was wegreißen, ehrlich gesagt. So, dann bauen wir den Gepäckscanner da wieder dazwischen. Der dann. Ja, die Sicherheitszone. Lass mich in Ruhe mit der Sicherheitszone. Dann machen wir da halt jetzt Sicherheitszone. Ich plan doch nur, Mann. Ja, das ist auch noch eine Frage, ob das dann alles Sicherheitszone ist. Da müssen wir dann nochmal gucken. So, dann Gepäckscanner da dran. Wäre dann so, dann muss der Gepäckvernichter in die Gegend. Irgendwo hier ran. Kann ja relativ direkt gehen und der Rest fährt weiter. Und dann fährt der halt relativ zügig da hoch. Moment, was mal? Dann brauchen wir die Gepäckverladestation ja noch. Wo können wir die am besten hinbauen, dass die Straßen da rankommen? Ich habe jetzt schon Schiss, gleich wieder nach oben zu gucken. So, das muss dann auch wieder nach innen und irgendwie da so hin. Tja. Naja. Wenn wir das alles da oben hinkriegen, ist das ja eigentlich in Ordnung, ne? Oder? Dann können wir das ja viel tiefer bauen hier. Mann, also nochmal weg, nochmal weg, 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 weg. Nochmal das eindeutig tiefer. Gepäckscanner. Hieran. Vernichter da dran. Und der Rest. Der Restgepäckband kommt hier oben drüber. Also einmal dahin, einmal hier hoch. Dann kommt das. Oh, das ist ja jetzt quasi falsch rum, ne? Ist das schlimm? Wie kreuzt man das denn? Geht das? Mal gucken, ob das geht. Ich glaube ja nicht, ne? Da brauchen wir genau das, was wir. Ne, hier müssen wir auch eigentlich direkt nach oben. Das heißt, wir brauchen hier so ein Sortierband, nehme ich an. Das sieht falsch aus. Nee, das stimmt nicht. Geht das überhaupt? Mann, nur weil das andersrum steht, nur weil wir nach links fahren wollen jetzt oder was? Müssen wir da echt einmal nach oben und nach unten oder sowas? Oder funktioniert das so? Ich glaube nicht, dass das so funktioniert, weil es sieht so aus, als ob das dann nur von da links rechts fahren dürfte. Wie kommen wir denn darüber? Gute Frage. Aber da ich jetzt schon bei, ich bin schon bei 34 Minuten schon wieder. Ich wollte gerade sagen, da ich ja jetzt bestimmt schon bald bei einer halben Stunde bin. Könnt ihr mir das bestimmt sagen?
Und es ist ja erstmal auch nur angeplant. Also irgendwas, das hier funktioniert natürlich so nicht. Nehme ich mal stark an. Gut, dann werfen wir noch einen Blick nach oben. Ob hier noch alles läuft. Die sind jetzt schon bei 250 von 195 Verkäufen. Also unser Restaurant freut sich. Im Gegensatz zu denen hier wahrscheinlich. Die haben nur 24 und die haben 0. Da geht keiner shoppen hier, wenn die gerade durch den Sicherheitsbereich durch sind. Aber das hier funktioniert. Das ist sehr gut, dass hier die Leute schneller durchkommen, dass sie direkt aus dem Personalraum da reingehen. Der Personalraum hier oben wird nur von den Administratoren benutzt und vom Strategievorstand. Verstehe. Haben wir das eingestellt in irgendeiner Form? Ich glaube nicht, ne? Es sind alle Mitarbeitertypen erstmal zugelassen. Okay. Da sind die Santorini Islands und Lissabon. Da müssen wir, glaube ich, echt mal nachts das Ganze umbauen nach oben. Aber wir haben doch einen Schritt nach vorne gemacht. Es bevölkert sich auch etwas mehr. Ich finde es wunderbar. Ich glaube, ich stelle es jetzt mal auf 100% zu Zuschauer, wollte ich schon wieder sagen. Fluggäste. Und dann schauen wir weiter. Sehr schön. Na gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut.